Hallo Freunde der Spielkultur und willkommen zurück bei Dragon Age Inquisition. Ich suche mir jetzt ein bisschen den Wolf eben hier in, was war's, im Tempel, weil ich gerne sehen will, ob sich denn noch irgendwas zum Plündern hier versteckt. Und es wird bestimmt so sein. Sind wir von hier gekommen? Nö. Hierarchie der Kirche. Ich werde nicht jeden Text vorlesen. Weil viele Informationen sind eigentlich Hintergrundwissen, was der ein oder andere Dragon Age Spieler schon kennen müsste. Die Gründung der Kirche. Im Jahr 3 des Altertums war der Tempel fertig. In seiner Mitte kniete Drakon vor der ewigen Flamme Andrastes nieder und wurde zum Herrscher über das Reich von Orlais gekrönt. Seine erste Amtshandlung als Kaiser war, die Kirche und ihren Glauben an Andraste zur Staatsreligion des Reichs zu erklären. 3 Jahre und mehrere hundert Wahlgänge später wurde Orlais von Montsimat zum Oberhaupt der neuen Kirche gewählt. Bei ihrer Krönung zur Göttlichen nahm sie den Namen Justinia an, in Erinnerung an jene Anhängerin Andrastes, die deren Lieder niedergeschrieben hatte. Damit endete das Altertum und das göttliche Zeitalter begann aus Verelden, Folklore und Geschichten von Schwester Petrin, Scholarin der Kirche. Ah, schön, hier gibt's auch was zu plündern. Räuberkriegsball. Genau das Richtige für so einen Bogenschützen wie mich. Kann ich es wirklich knacken als Schurke? Unglaublich. Andrastes Braut des Erbauers. Das wird wohl die Geschichte von Andraste sein. Ein komplett geschmiedeter Andraste an T. Winter ausgeliefert. Dafür hatte ihm der Archon alle Ländereien südlich des Wachen Meeres zugesagt. Puh. Ich will jetzt nicht sagen, dass Andraste eine Göttin war. Andraste ist halt die Allerheilige. Puh. Jetzt lass mich nicht lügen. Mein Gott. Irgendein Achievement wieder. Die schwarze Stadt. Kein Reisender im Nichts kann die schwarze Stadt verfehlen. Sie ist eine der wenigen Konstanten an einem veränderlichen Ort. Ja, die schwarze Stadt kennt man auch noch aus Teil 1. Sie ist nämlich genau das, was im Nichts ist, also immer im Zentrum der Träume ist. Da ist man aber im Teil 1 nicht gewesen und auch im Teil 2 nicht. Vielleicht kann man jetzt in Teil 3 die schwarze Stadt sehen. Die junge Andrastes. Junge Nachfahren in der ersten Anhängerin. Ah. Kallens Bericht ist schon fertig. Der ist schon von seiner ersten Mission zurück. Durch den Held von Ferelden ausgelöscht. Im Jahre 39 des Zeitalters der Drachen wurden die Jünger durch den Held von Ferelden ausgelöscht, als dieser auf der Suche nach der heiligen Asche Andrastes nach Haven kam. Echt? Ja, man hat die heilige Asche gesucht. Aber, lustigerweise, weiß ich, ich habe natürlich die Standardwelt genommen. Ich habe die nämlich, doch, ich habe die auch ausgelöscht. Und dann habe ich ja den Ort freigegeben für alle. Das war so meine Entscheidung damals. Wahrscheinlich wäre der Text ein bisschen anders. Wer sich nicht mehr erinnert, in Dragon Age Origin musste man die Asche der Andraste suchen und damit den Earl von Redcliffe war es, glaube ich, zu heilen. Ja, und dabei habe ich dann einfach so einen Kult getötet, der halt die Asche der Andraste beschützt hat. Und dann musste ich noch die Prüfung der Andraste machen, die ein Geist auferlegt hatte. Gibt es hier irgendwann Gefangene? Die Wahrscheinlichkeit ist groß. Spindelkraut. Da muss ich gerade sagen, ich weiß gar nicht, was Spindelkraut ist. Verlegte Notizen. Einige Notizen eines der Scholaren, die für den Wiederaufbau Havens verantwortlich waren. Die Notizen sind offenbar aus irgendeiner Art
Ordner gefallen. Wochen damit, die Blutflecken aus dem Stein zu schrubben. Entweder der Stein deutlich poröser, als ich dachte, oder beim Bart des Erbauers. Es war wirklich unglaublich viel Blut. Wie viele Leute sind hier nur gestorben? Ich bin nur froh, dass ich nichts mit dem Opferaltären zu tun hatte, die ersten Abkömmlinge hier entdeckt haben. Sie wurden zum Glück irgendeinen Abhang hinuntergeworfen, glaube ich, sodass wir uns jetzt nur noch um die Flecken an den Wänden und auf dem Boden kümmern müssen. Falls wir sie nicht in ein oder zwei Tagen entfernt haben, werde ich darum bitten, dass wir hier alles neu verputzen. Vielleicht können wir sie ja überdecken. Trotzdem ist hier nicht alles schlecht. Haven ist wunderschön und wir haben bei der Arbeit in den Gewölben einige Papierfetzen gefunden. Die Handschrift sah nach Bruder Genitivis aus. Er wurde hier über Wochen hinweg gefangen gehalten, bevor ihn der Held von Ferelden fand. Genau, das war der Bruder, der damals auch die Asche von Andraste gesucht hatte. Ah, sehr gut, da ich Dragon Age nochmal gespielt habe. Origin. Und den hatten wir ja befreit, der hatte eine Verletzung am Bein. So, die wichtigen Hard Facts, die habe ich mir gemerkt. Ist aber dann mit uns trotzdem noch in die Kirche gegangen, beziehungsweise in den Tempel von Andraste. Und hat dann halt gewartet, bis wir den sauber gemacht haben. Und dann hat er angefangen, den zu erforschen und kam später nochmal mit einer Expedition wieder. Nachdem wir einen Teil der Asche von Andraste mitgenommen haben. Nett. Schöner separater Bereich, um mal ein bisschen in der Vergangenheit zu forschen. Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre in der Zukunft sind wir bei der Inquisition? Ein gelehrsames Kind ist ein Segen für seine Eltern, ebenso. Das nichts. Die Verbindung von Träumer und dem Nichts ist kompliziert. Ja, man kann aus dem Nichts auch als Dämon wiederkommen, weil im Nichts die Dämonen einen alles versprechen. So, jetzt kümmern wir uns erstmal um das Wichtige, denn wir sollen nämlich mit dem Schmied reden, mit dem Quartiersmeister und mit dem Apotheker. Hier hinten wird ja wohl der Apotheker sein. Naja, durchs Fenster sollte ich vielleicht nicht springen. Erkunde die Welt oder suche Händler auf, um an Rezepte zu gelangen. Bringe die Pflanzen, die du in der Wildnis sammelst, zu einem Apotheker, um deine Tränke aufzuwerten. Verwende die Ausrüstungsstation, um jedem deiner Gruppenmitglieder unterschiedliche Tränke zuzuweisen und die mitgeführten Tränke aufzufüllen. Verwende die Aufwertungsstation, um dauerhafte Aufwertung für deine Tränke freizuschalten. Okay. Flisser hat gesagt, ich soll euch fragen, ob wir die hier gefahrlos servieren können. Puls und Atmung normal. Noch immer keine Reaktion. Habe ihm einige Tropfen Elfenwurzelextrakt eingeflößt, um die Genesung zu fördern. Starkes Zittern. Flüstert etwas über zu viele Augen. Etwas über die Grauen. Ein gutes Zeichen? Ja, alles bestens. Solange sie sie richtig durchkocht, wird da ist das dicke Ding, was wir gesehen hatten, ne? Einen aggressiven Bogen brauchen wir nicht. Hallo, Adern. Sieh an, wer von den Toten auferstanden ist. Wieder mal. Ich hatte einfach schon bessere Tage. Das waren ein paar harte Tage. Das ist leicht untertrieben. Zumal es angesichts des Wetters nicht die letzten gewesen sein dürften. Mein Name ist Edan. Ich versorge unsere kleine Gemeinde hier mit Tränken und Elixieren. Wobei sich Sucherin Pentagast nicht darum zu scheren scheint, wo ich die Zutaten dafür herbekomme. Ihr braucht Zutaten? Braucht ihr zufällig Hilfe? Kann ich irgendetwas tun, um euch zu helfen? Was die Arbeit angeht, kommen wir zurecht. Ihr habt beileibe Wichtigeres zu tun, als mir zu helfen. Ich wünschte nur, ich würde Meister Tajans Notizen finden. Der alte Mistkerl hat an irgendetwas Besonderem gearbeitet. Er starb beim Konklave, aber seine Notizen sind unauffindbar. Ich war allerdings auch zu sehr mit den Verwundeten beschäftigt, um sie zu suchen. Ihr seid irgendwie schrullig. Wie halten sich eure Leute? Die Arbeit geht nicht aus, so viel ist sicher. Sehr viel Information. Was muss ich tun, um einen Trank bei euch zu bestellen? Seht euch einfach um und sagt mir, was ihr braucht. Und falls ihr ein Rezept für etwas Besseres findet, kann ich auch das zusammenmischen. Okay. Du bist also mein Trankunterstützungsmeister. Suche eine Trankausrüstungsstation auf.
Du kannst für jedes Gruppenmitglied Tränke ausrüsten oder auffüllen. Zieh die Tränke aus der Liste auf der linken Seite in die Felder in der rechten unteren Ecke, um sie dem derzeit gewählten Gruppenmitglied zuzuweisen. Bevor du Tränke verwenden kannst, musst du sie auffüllen. Während Teiltränke automatisch und kostenlos aufgefüllt werden, sind für alle anderen Tränke Pflanzen erforderlich. Die Art und Anzahl der benötigten Pflanzen findest du neben der Beschreibung des ausgewählten Trankes. Ein Regenerationstrank. Ein Elfenwurzel. Ach so. Jetzt habe ich nur noch 6 Elfenwurzel. Lasst es mich wissen, wenn ihr etwas braucht. Trankherstellung abgeschlossen. Tränke aufwerten. Hier kannst du bereits erforschte Tränke aufwerten. Um einen Trank aufzuwerten, wählst du zunächst eine Kategorie, dann einen Trank und zuletzt die Aufwertung. Um Tränke aufzuwerten, ist eine erhebliche Menge an Pflanzen erforderlich. Im Gegenzug verleihen Aufwertungen deinen Tränken dauerhaft beträchtliche Boni. Stellt augenblicklich 385 Gesundheit her. Heilung um 1 erhöhen. Boah, 29 Elfenwurzel. Regenerationstrank. Erhöht die Dauer um 8 Sekunden. Lustigerweise ist das hier günstiger, das zu erhöhen. Aber scheiße, die Heiltränke sind so teuer. Weil, ja, unbekanntes Elixier alles, okay. Ja, sind wahrscheinlich so teuer, weil die umsonst aufgefüllt werden. Der auserwählte Andrastes, ein gesegneter Held, gesandt, um uns alle zu retten. Klingt äußerst schneidig. Reite ich auch auf einem strahlend weißen Ross? Ich hätte einen Griffin vorgeschlagen, aber sie sind bedauerlicherweise ausgestorben. Doch, Scherz beiseite, das richtige Auftreten ist wichtig. Alles klar, Spock. Ich bin tief ins Nichts gereist, in uralten Ruinen und auf früheren Schlachtfeldern, um die Träume untergegangener Zivilisationen zu sehen. Ich sah Geisterheere aufeinanderprallen, um die blutige Vergangenheit sowohl berühmter als auch vergessener Kriege wieder aufleben zu lassen. Jeder große Krieg hat seine Helden. Ich bin einfach nur neugierig, welche Art von Held ihr sein werdet. Keiner. Ein guter, genau. Beste. Der Proof ist Beste. Die Art, die die Welt zu einem besseren Ort macht. Das ist nicht immer so leicht. Aber ich wünsche euch Glück. Nun denn, ich werde bleiben. Zumindest bis die Bresche wieder geschlossen ist. Stand das etwa in Frage? Ich bin ein Abtrünniger, umgeben von Truppen der Kirche, inmitten einer Rebellion der Magier. Cassandra war äußerst zuvorkommend, aber ich hoffe, ihr versteht meine Vorsicht. Cassandra vertraut euch. Sie wird nicht zulassen, dass euch jemand gegen euren Willen in einen Zirkel bringt. Hab Dank. Das ist ein beruhigender Gedanke. Und nun lasst uns hoffen, dass entweder die Magier oder die Templer die Macht besitzen, die Bresche wieder zu verschließen. Hauptsache irgendjemand. Oder? Das ist doch eigentlich der Sinn. Irgendjemand muss die Bresche verschließen und gut ist. Am besten ich. Keiner von den beiden. Weiter bin ich wirklich Andrastes Abkömmling, beziehungsweise Herold, und alle sagen, yippie-ki-yay, du bist der Größte. Dum 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 dum. Ach, es gibt so viel zu reden. Mit Hilfe von Tippex. Ich habe schon gesehen, wie sie Magie schwächen können. Liliana. Gesegnet seien die Hüter des Friedens, die Kämpfer für die Gerechtigkeit. Gesegnet seien die Rechtschaffenen, die Lichter im Schatten. In ihrem Blut ist der Wille des Erbauers niedergeschrieben. Ist es das, was ihr von uns wollt? Blut? Dass wir sterben, um eurem Willen zu genügen? Ist der Tod euer einziger Segen? Ihr sprecht für Andraste, nicht wahr? Was hat die Prophetin des Erbauers zu all dem zu sagen? Was treibt er für ein Spiel? Ich würde mal eher sagen, auch ich bin verwirrt. Fragt mich nicht. Ich bin genauso verwirrt wie ihr. Dann können wir nur raten, was er will.
Die Kirche predigt, dass der Erbauer uns verlassen hat. Dass er Buße für unsere Sünden verlangt. Er fordert alles. Unser Leben, unseren Tod. Justinia gab ihm alles, was sie hatte. Doch er ließ sie sterben. Werf das ihren Mördern zu? Leute sterben, mein Beileid. Ich zeig erstmal ein bisschen Mitleid. Es ist eine Frau. Tut mir leid. Ihr Tod hat euch offenbar schwer getroffen. Nicht nur mich. Uns alle. Sie war die Göttliche. Sie führte die Gläubigen an. Sie war ihr Herz. Wenn der Erbauer nichts unternimmt, um seine besten Diener zu retten, wozu ist er denn gut? Ich dachte immer, ich wäre auserwählt, so wie viele es von euch sagen. Ich dachte, ich würde meiner Bestimmung folgen, indem ich der Göttlichen diente, um den Leuten zu helfen. Aber jetzt ist sie tot. Es war alles umsonst. Dem Erbauer zu dienen, hat nichts bedeutet. Das ist euer Problem. Nein, lasst mich euch doch helfen. Dient einfach mir, denn ich bin Andrastes, Herold. Vielleicht habt ihr eine andere Bestimmung. Ich könnte euch helfen, sie zu finden. Nein, das ist meine Bürde. Ich hätte nicht zulassen dürfen, dass ihr mich so seht. Ein kurzer Moment der Schwäche. Das wird nicht wieder vorkommen. Kommt. Gehen wir an die Arbeit. Wir reden später weiter. Wie du meinst. Was hast du vor? Warum läufst du hier so querbeet? Sagrid hat mir gesagt, er kann die Kräuter nicht für weniger als 8 hergeben. Nein, mein Lord. Ich weiß nicht, wo die anderen Adeligen sind. Wieso fragt ihr nicht Botschafterin Montier? Oh, ihr seid das. Thren, Quartiermeisterin der Inquisition. Ich tue mein Bestes, um den Laden hier mit dem Nötigsten zu versorgen. Falls ihr etwas findet, das auf meiner Bedarfsliste steht, wäre ich euch dankbar, wenn ihr es mir bringt. Was habt ihr denn so drauf? Was genau meint ihr mit Bedarfsliste? Ich versorge die Inquisition mit allem, was wir haben. Aber wir sind keine richtige Armee. Unsere Vorräte sind knapp. Also habe ich eine Bedarfsliste mit Dingen zusammengestellt, die unseren Leuten helfen könnten. Hier, seht sie euch an. Falls ihr Eisen und einen guten Platz zum Holzfällen findet, könnte Harrod unsere Truppen mit besseren Waffen versorgen. Okay, was ist noch so mit Spezialaufträgen? Falls ich Material für einen Spezialauftrag habe, bringe ich das zu euch? Legt es einfach da drüben ab. Einer meiner Jungs holt das Material dann ab oder notiert, was ihr gefunden habt. Finde ich sehr interessant. Der Erbauer sei mit euch. Legt das Material einfach da in die Kiste. Oder was meint sie? Requirierungen inspizieren. Nicht genügend Material für diesen Plan. Ein Holzschlag und 5 Eisen. Belohnung plus 1 Macht. Aha, okay, ein Holzschlag. Tausend Dank für was? Ich habe ja noch nichts gemacht. Ich habe mir das nur angeguckt. Miniaturspinnrad. Ach, Warrick. So, du mit deiner schönen Armbrust. Jetzt, wo Cassandra außer Hörweite ist, geht es euch gut? Ich meine, ihr wart der meistgesuchte Verbrecher in ganz Thedas und jetzt kämpft ihr in der Armee der Gläubigen. Die meisten Leute würden dazu mehr als einen Tag brauchen. Das ist alles scheiße. Es geht alles so schnell. Ich habe keine Ahnung, was hier gerade passiert. Da sind wir schon zwei. Wir starren schon seit Tagen auf die Bresche, sehen zu, wie sie Dämonen und weiß der Erbauer, was noch ausspuckt. Es wäre untertrieben zu sagen, das ist schlecht für die Moral. Ich kann immer noch nicht glauben, dass jemand da drin war und überlebt hat. Ich kann es auch nicht glauben. Wir schließen die Bresche. Die Bresche muss geschlossen werden. Je eher, desto besser. Sofern das möglich ist. Ihr solltet fliehen, wenn ihr die Chance dazu habt. Ich habe genug Tragödien verfasst, um zu erkennen, wohin das alles führt. Helden gibt es überall. Das weiß ich. Aber ein Loch im Himmel? Dagegen richten Helden nichts aus. Was wir brauchen, ist ein Wunder. Ach, Warrick, das kriegen wir schon hin.
Sei doch nicht so. Du bist ein Händler, ne? Guten Tag. Naja, so gut wie er mit einem klaffenden Loch am Himmel eben sein kann. Darf ich sehen, was ihr im Angebot habt? Natürlich. Meine Waren liegen auf dem Tisch. Oh, weißt du, man darf mit nichts sprechen. Alles darf man immer kaufen. Speerrüstung der Inquisition. 69 Rüstung. Lustigerweise kann ich das wirklich... Elfenkapuze. Abenteuerhaube. Genau, sie kann direkt die Infanterierüstung der Inquisition anziehen. Mir gönne ich die Speerrüstung der Inquisition. Weil ich das Geld gerade noch habe. Und die Elfenkapuze. Solas. Ah, wir sollten den Rest vielleicht... Na okay, du kannst auch noch... Moment, du sollst... Habe ich jetzt den Helm? Moment mal. Jetzt bin ich sehr verwirrt. Vor allem, die ziehen ja natürlich nicht sofort an, ne? Boah, ist das ein richtig beschissenes Menü, ne? Speerausrüstung. Jetzt haben wir lauter Elfenkapuzen gekauft. Das ist eine ganz tolle Nummer. Cassandra, du nimmst aber den... Lustig, die Elfenkapuze ist sogar stärker. Du nimmst auch die Elfenkapuze. Dann nimmst du halt die Speerhaube. Und ich behalte auch diese Elfenkapuze auf. Zu den Wertgegenständen verschieben. Zurück. Schließen. Kaufen, verkaufen. Das ist kaufen. Gehen wir mal auf verkaufen. Voraussetzung 4. Der aggressive Bogen. Den können wir definitiv verkaufen. Den Armeelangdolch, das ging ja noch. Und den Jagdlangbogen, den kann ich auch verkaufen. Boah, das ist ja alles schön und gut. Das ist ja alles billiger Trash eigentlich, ne? Jetzt habe ich bestimmt das Falsche verkauft. Nämlich Cassandra hat immer noch ihren Verteidiger Harnisch an. Harnisch, super. Jetzt habe ich die Rüstung der Inquisition verkauft. Anstatt die bei Cassandra reinzusetzen, das ist alles doof. Jetzt aber. Das hat jetzt unnötig Geld gekostet, ich weiß. Ja, ich kann das nicht nehmen, aber sie. Entschuldigung, dass jetzt eben mal hier, das Inventar ist wirklich ganz miese Nummer. So, Varric hat 2 Punkte. Varric wird ja auch eher auf Bogen gehen. Aber schicken wir ihm mal hier Tod von oben und den Sprungschuss, obwohl... Ach komm, verstärken wir den erstmal in beide Richtungen. So, einmal zurück. Bei Pascalodini sind wir schon fertig. Dann haben wir Cassandra. Die kann Waffe und Schild, Zweihandwaffen, Schlachtmeister. Diese gerissenen Krieger kontrollieren das Schlachtfeld, Vorreiter. Aber wir werden die natürlich zu einem
Verteidiger hochleveln. Schildwall, Entschlossenheit des Kriegers, 10% für jeweils 10% verlorene Gesundheit. Okay, du gewinnst Ausdauer, wenn du... ja, du gewinnst Ausdauer, wenn du mehr... Wenn du Gesundheit verlierst. Der Bär zerfleischt den Wolf, okay. Bolzenabwehr, Schadenreduzierung, 50%. Oh, Fernkampfangriff von vorne geschützt. Das nehmen wir einfach mal mit. Dann haben wir noch Solas. Und Solas ist Kältezauberer und Geistzauberer. Barriere. Verkürzung der Regenerationszeit. Schutzgeist. Bist du schwer verwundet, baut sich um dich herum automatisch eine Schützenbarriere auf. Friedvolle Aura. Verringerung der Bedrohung um 50%. Willenskraft der Freischaltung um 3. Was haben wir hier? Bann. Du befreist Verbündete von gegnerischer Magie durch Staatseffekte. Geistschlag. Regeneration 8. Zauberauslösefähigkeit. Setze sie gegen außer Gefecht gesetzte Gegner ein, um einen Combo auszuführen. Okay. Barrierebonus. Wiederbelebung. Verjüngende Barriere. Friedvolle Aura. Geben wir dir mal die beiden Sachen einfach mit. So. Dann sollten wir alle Punkte vergeben haben. Alles klar. Reden wir noch mit dem letzten hier. Sprich mit dem Schmied, der macht dir schöne Waffen. Und du läufst falsch, der Schmied ist ganz woanders. Warum ist der Schmied denn vor der Stadt? Ach ja, macht ja eigentlich auch Sinn. Weil, wenn ein Feuer in der Schmiede ausbricht, sollte das schon außerhalb der Stadt sein. Mittelschwerer Armschutz, geht das überhaupt? Aha. Ach, die kann an mittelschweren Rüstungen angebracht werden, okay. Wo bist du? Waffen herstellen? Bist du der Schmied? Nö. Du bist der Schmied? Nö. Ach da. Hallo, Schmied. Dachte ich mir schon, dass ihr hier vorbeikommt. Ich bin Harrod. Und alle hier wissen, wer ihr seid. Wie passt die neue Rüstung? Ziemlich gut. Sie ist robust und warm. Perfekt. Gut. Die Welt hat den Verstand verloren. Normale Rüstungen und Klingen sind gut gegen Banditen, aber wir kämpfen hier nicht gegen Banditen. Meine Ausrüstung hilft euch im Kampf mit Dämonen, Abtrünnigen, was auch immer diese Welt euch entgegenwirft. Ihr braucht also etwas Handgemachtes, etwas Besonderes. Bringt uns nur das Material, den Rest erledigen wir. Könnt ihr mir helfen, meine Waffen und meine Rüstung zu verbessern? Ja, wenn ihr einen neuen Rüstungsteil findet, sagen wir einen Schulterschutz oder Beinschienen, erledigen wir alles Weitere. Ihr könnt eurem Schwert in der Schlacht nicht einfach einen neuen Griff verpassen. Bringt es her, damit wir ihn fachgerecht ersetzen können. Falls ich etwas brauche, was habt ihr im Angebot? Wir sollten klein anfangen. Mit etwas, das euch schützt. Werft einen Blick auf den Tisch dort, dann reden wir weiter. Ihr werdet Material brauchen. Wir müssten draußen aber alles haben, was ihr wollt. Könnt ihr mir helfen, meine Waffen und meine Rüstung zu verbessern? Das hatten wir schon. Ihr könnt eurem Schwert in der Schlacht nicht einfach einen neuen Griff verpassen. Bringt es her, damit wir ihn fachgerecht ersetzen können. Wiedersehen. Lass deine Rüstung abändern. Wählst du einen Gegenstand auf, ändert sich dessen Aussehen und seine Werte werden um den Boni der Aufwertung erhöht. Ein Beispiel, bringst du einen Griff mit einem Bonus von plus 3 auf Klugheit an einem Schwert an, wird dieser Bonus auf das Schwert übertragen. Du kannst vorhandene Aufwertungen nach Belieben entfernen oder hinzufügen und sie zwischen verschiedenen Gegenständen austauschen. Neue Aufwertungen können an Handwerksstationen hergestellt werden.
Und wo verändert jetzt der, das Aussehen? Tja. Lass eine Rüstung herstellen. Falls du etwas brauchst, lass es mich wissen. Aha. Um neue Rüstung oder Waffen herzustellen, benötigst du einen Handwerksplan und genügend Materialien. Moment, jetzt sind wir hier bei Waffen herstellen. Lass es mich wissen. Und da ist Rüstung herstellen. Speerharnisch. Jeder Handwerksplan enthält ein oder mehrere Felder, die jeweils eine bestimmte Anzahl von Materialien, Metall, Stoff oder Leder aufnehmen können. Weil sämtlich verfügbaren Feldern Materialien zu, um einen Gegenstand herzustellen. Es gibt 5 verschiedene Arten von Handwerksfeldern. Attribut, Angriff, Verteidigung, Schaden und Rüstung. Der jeweilige Typ des Feldes entscheidet darüber, auf welchen Wert sich das verwendete Material auswirkt. Ein Beispiel, verwendest du Eisen in einem Verteidigungsfeld, erhältst du einen Bonus auf Verteidigung gegen Nahkampfangriff. Verwendest du Eisen gegen in einem Attributsfeld, erhältst du einen Bonus auf Stärke. Mhm. Experimentiere mit den verschiedenen Materialien. Tja, leider habe ich gar nichts. Dann ein andermal. Aber ich kann ja mal die Kiste plündern. Ah. Einfach mal alles nehmen. Das scheint auf jeden Fall ganz gut zu sein. Haven, die richtige Rüstung, Stück für Stück. Requirierung für Waffen. Stück für Stück, lass eine Rüstung abändern. Die richtige Rüstung, lass eine Rüstung herstellen. Schön, dass ich eine gekauft habe. So, jetzt haben wir doch... Moment, jetzt muss ich einmal gucken. Es ist ein Feld für Rüstung. Auf Rüstung. Primär niedriger Rüstungswert. Plus 1% Verteidigung gegen Fernkampf bei Verteidigung. Verteidigung. Speerharnisch des Einschreitens, des Eisschreiters. Wir können ihn sogar umbenennen. Moment, Speerharnisch der warmen Gefühle. Ach, so lang geht's nicht. Da müssen wir doch der Liebe. Und wie sieht's dann aus mit den... Mhm. 50 Schaden. Ach so, den haben wir schon ausgerüstet. Genau, hier ist ja Waffenmodifikation. Speerharnisch der Liebe. Mittelschwerer Armschutz. Speerharnisch... Des Harnisch. Ich habe ihn falsch genannt, ne? Ja, ich habe das R vergessen. Sehr schön. Proof der Noob. Ist aber auch egal. Denn immerhin, wir kriegen unseren dämlichen Bonus. Lustigerweise ist die Rüstung der Inquisition immer noch besser. Wir nutzen es trotzdem. Ich habe es selbst hergestellt. So, dann haben wir sogar die Quests hier abgeschlossen. Unglaublich, aber wahr. Ja, Freunde der Spiegeltour, haben wir unsere Zeit wieder verschwendet mit allem Möglichen und haben dabei sogar ein Level abbekommen. Werde direkt hier den perfekten Schuss mal lernen. Und muss dann leider sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Dragon Age Inquisitor.
Inquisition, Entschuldigung, wo es ja noch immer relativ viel Dialog gibt und noch viel mehr zu tun. Bis dahin, ciao, euer Doc. Ich sehe aus wie ein Araber.